noch eins. Wer ist der Jüngste heute? Du das? Ja. Einmal da rein. Die dreijährige Ronja hat in ihrer noch nicht gebauten Schule bereits Spuren hinterlassen. Und zwar ihren Handabdruck im Grundstein für das Herzstück der Bahnstadt am Gardamer Platz. Das neue Schul- und Bürgerzentrum B hoch 3. Super! Es ist geschafft, jetzt kann es geschafft werden. Die drei Bs stehen einmal für Bildung, das ist die Schule. Es steht für Betreuung, das ist die Kita. Und es steht für die Begegnung, das Bürgerhaus. B hoch 3 ist natürlich für uns das Vorzeige Schul- und Gemeinschaftsprojekt Innovationsstadtteil Bahnstadt. Es gibt Begegnungsflächen für Bürgerinnen und Bürger, wo sie sich treffen können, wo sie diskutieren können. Und die Schule selbst sollte natürlich über beste Bedingungen verfügen, damit das Thema Inklusion, also habe ich Menschen mit Behinderung, habe ich das Thema Integration ganz anders leben können. Und dafür brauchen sie natürlich auch spezielle Räumlichkeiten. Genau das bieten wir. B hoch 3 besteht aus 4 Gebäudeteilen. Grundschule, Kita, Sporthalle und Bürgerhaus. Das Besondere war eben, diese 4 ganz unterschiedlichen Nutzungen zusammenzubringen zu einem Gebäude. Und wir haben so eine Mischlösung, wo die Häuser eine Eigenständigkeit haben, aber trotzdem Teil des baulichen Ganzen sind. Die Gesamtanlage ist ca. 70 x 70 Meter groß, ist 1- bis 3-geschossig oberirdisch. Die Schule ist 3-geschossig, Kita, Sporthalle, Bürgerhaus sind 2-geschossig und dazwischen gibt es Verbindungsbauten, die sind teilweise 1-geschossig. Der Bau besticht, finde ich, durch seine Leichtigkeit. Er hat eine sehr maßstäbliche Struktur, die sich hervorragend hier in die Platzumgebung einfügen wird. Diese Laubengänge mit den Säulen, also die so ein bisschen Kolonnadencharakter haben, geben dem Gebäude auch ein besonderes Gepräge. Wir haben dort verschiedene Innenhöfe, die sich alle miteinander verknüpfen. Wir haben oft gesagt, es ist eigentlich wie eine Burg so ein bisschen, ja, also von dem, wie es steht. Es steht eigentlich so ganz frei in der Stadt, aber es bietet eigentlich Geborgenheit. Das ist das, was uns wichtig ist, dass es einen Rahmen bietet und Schutz bietet und gleichzeitig aber auch Tore hat, die man öffnen kann, um dann wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Das ist eigentlich das, was unsere Leitidee daran ist. Rund 30 Millionen Euro kostet das neue Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus. Im September 2017 soll es fertig sein. Also hier der Gardamer Platz wird ja das soziale Zentrum der Bahnstadt werden. Und wenn man die drei Bs hierher bringt, dann hat man eigentlich über alle Generationen hinweg sozusagen die Anlaufstelle, die Begegnungsmöglichkeiten, das Zusammenwirken, das gemeinsame Gestalten der Zukunft dieser Bahnstadt sehr exemplarisch unter einem Dach dargestellt. Und das ist eigentlich die Chance. Ja, es wird hier das Herzstück der Bahnstadt werden.